Leute, ich bin's wieder, Irene, und heute mit Jabobo. Und heute haben wir ein No-Gos im afrikanischen Haushalt-Video für euch. Den ersten Teil, beziehungsweise den zweiten Teil, findet ihr auf seinem Video, sein Channel. Dann wollen wir auch einfach gleich mal anfangen. So, das erste, das will ich mal so ein bisschen in eine Frage formulieren. Durftest du jemals weibliche Freunde mit nach Hause bringen? No. Ich weiß noch, damals zur MSN-Zeit, da hatte ich meinen PC im Wohnzimmer, damit sie natürlich auch sehen konnte, was ich mit dem PC und mit dem Internet anstelle. Anyway, und zwar war mein Bildschirm so, dass sie, wenn sie sich umdreht, halt draufschauen konnte. Und habe ich dann mit so einem Jungen geschrieben, aber eigentlich, ich war halt so... Da wollte jeder irgendwie bei mir die Hausaufgaben haben. Ich war nie so die Beliebte oder so. Und dann hat sie halt einen jungen Namen gesehen, während ich getippt habe. Boy, bei einer Ninnekassa. Denkst du, nicht das, was du denkst. Sie wollen andere Hausaufgaben, ne? Aber das habe ich halt immer gesagt. Und irgendwann war das auch... Wollte ich wirklich nur... Ja. Also irgendwas, was mit Jungs zu tun hatte, war sowieso ein No-Go. Geschweige denn, ein Jungen damals... nach Hause bringen. Ich meine, du konntest ja als Mädchen wahrscheinlich nicht mal mit einem Jungen in der Stadt gesehen zu werden, ohne dass Sturm Tante, ja. Auf Telefon. Ich weiß nicht, was sie denken, weil vor allem, wenn du einen Jungen mit nach Hause nimmst oder ein Mädchen mit nach Hause nimmst, wenn die da sind, was soll denn passieren? Weißt du, wie ich meine? Für die ist das trotzdem nein. Ich verstehe das. Also ich verstehe das nicht. Wenn ihr Eltern seid und ihr das versteht, also, ich glaube, meinst du aber, es hat sich jetzt geändert? Dürftest du jetzt ein Mädchen mit nach Hause bringen? Ja, auf und jeden Fall. Würden dann aber... schlafen und so. Ey! Ja, aber das Ding ist, jetzt, guck mal, das... Aber was ist, wenn du... Okay, jetzt, ne, wollen die natürlich, dass du bald anfängst, because you're getting older and stuff. Aber was ist, wenn du heute Lisa mitbringst und morgen... Ich glaube, ich dürfte das, aber, irgendwann würden die dann, wenn es schon Lisa, Nicole, Sherry, Antonia, Charity, keine Ahnung, wenn Linda, Barbara, Pamela, ja, wenn es so ist, dann glaube ich, wäre irgendwann so, meine Eltern würden mich dann so hinsetzen und so, Probleme. So, auf den, weil es gab auch eine Zeit von mir, wo ich halt mit sehr vielen Mädchen Kontakt hatte und mein Vater hat einfach jede Nummer, also mein Vater hat damals meine Handyrechnung gezahlt und hat das ausdrucken lassen von O2 und dann hat meine Tante jede einzelne Nummer angerufen und dann mein Vater so, oh, nimm mal mit Büro Kontakt, zahl ey! Und da war so für mich so der Punkt, ich werde niemals mit meinen Eltern über Mädchen reden, so auf dem. That's talking on a whole nother level. Ich will jetzt auch so cool sein und den zweiten Punkt in der Frage formulieren. Durften Freunde bei dir schlafen? Nein. Durftest du bei Freunden schlafen? Nein! Durftest du Freunde einfach nach Hause bringen? Nein! No. Ich durfte gar keins von den dreien. Okay, Freunde einladen ohne zu fragen war schlimm. Aber es war eher schlimm, wenn die Freunde weg waren. Die kommen so rein, der Mutter steht so in der Küche und kocht und so. Und dann siehst du so dann... Oh. Ja, hallo. Und dann zu meiner Freundin war die, na, wie geht's deine Mutter? So. Aber das wäre ja, wenn sie die Person kennt oder nicht? Ach so, ja. Ich durfte ja auch nicht Freunde, die sie kennt, einfach so mitbringen. Ich musste Bescheid sagen. Und wenn sie dann, also wenn die Freundin dann weg war. Die haben es halt nie vor den Leuten gemacht. Ja. So, immer vor den Leuten, die haben dir halt so Blicke gegeben. Ja, aber zu den Leuten waren die voll nett. Nett, genau. Sobald die weg waren, die Tür geht so zu. Das jetzt. Erstmal kriegst du, wenn du Glück hast, kriegst du für so eine, für eine halbe Stunde, 15 Minuten, eine halbe Stunde Silent Treatment und dann fängst du aber richtig an. Okay, aber ich würde auch nicht wollen, dass einfach irgendjemand in meiner Wohnung auftaucht. Ja, das kann ich auch verstehen, ja. Aber die übertreiben. Die übertreiben, das ist das Ding. Die tun so, als hättest du Verbrecher mitgenommen. Erstens auf das, den. Ja, danke. Calm down, bring it down, okay? Und Helena from A downstairs is not a criminal. My God. Und das Ding ist, wenn die Freundinnen dann fragen, oh, willst du bei mir schlafen? Nein. Darf ich dann bei dir schlafen? Nein. Das ist so dieses... Das Ding ist, immer wenn ich bei anderen schlafen wollte, haben die zu mir gesagt, so, ja, wieso könnte ich bei dir schlafen? Aber habt ihr es erlaubt? With my grown age. They didn't make any sense. Die sagen, nö, wann hat denn jemand bei dir gepennt? Ich darf ja nicht. Mr. and Mrs. Opoku, did you ever... Allow people to come and sleep in our house. Das Ding ist, ich kann Eltern verstehen, die sagen, nein, die Person darf, du darfst nicht bei der Person schlafen, wenn die Eltern nicht kennen, ja, die ja, wissen, wo du wohnst. Das, ne, ich glaube,
One day when I'm a mommy, bin ich auch so. Mhm. Aber ich würde dann sagen, nein, sie kann mal bei uns spielen. Mhm. Und dann, ne, yeah, if I like her, she can sleep over. Yeah. So, nach dem Motto. Und dann ist das ja in meinem Zuhause. Yeah. Because I wouldn't want my child to go into bad spirits. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Aber ich durfte nicht mitbringen, ich durfte nicht da schlafen, ich durfte auch nicht, die durften auch nicht hier schlafen. So, what am I supposed to do? Grow up, Eve? Without friends. Friendless. Without friends. Friendless. You want to break me emotional? Nee. Emotionally. So, ich spreche das Frage jetzt. Oder was? Nein, das ist keine Frage, aber ich wollte sagen, ich als Frau kann es ein bisschen nachvollziehen, aber kennt ihr das? Manchmal hattet ihr einfach keinen Bock als Kind jeden Tag ja, zu kind. Duschen. Als Kind. Als Kind. Gemerkt. Als Kind war als man kind. Auch dumm. Deswegen, ja, deswegen kann ich, ja, sag ich ja, als vor allem als Frau kann ich es nachvollziehen. So als Kind. Vor allem, wenn deine Freunde sagen, oh, ich hab vorgestern geduscht, denkst du dir, oh, ist cool. Vorgestern? Und dann sagst du mal zu deinem, ich will heute nicht duschen. Hä? Oh mein Gott. Warum sagst du nicht? Du Nöcher! Nöcher ist ja boah. Und dann reden wir weiter. Also das hat meine Mutter jeden Tag gesagt. Also jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht duschen. Aber ich war auch so ein Kind, oh, ich will nicht duschen, ich will nicht duschen. Und dann chill ich halbe Stunde im Wasser. Wow. Ich weiß nicht, wieso man als Kind nicht duschen. Man wollte vieles nicht, man wollte nicht schlafen als ja, Kind. Ja, man ja, wollte nicht ja. Duschen. Wir waren I einfach, love wir waren sleep einfach, now. I love to shower. I feel like that's my therapy. Ja, duschen ist ja. So. Ja, Musik, ja. Ich muss immer Musik hören beim Duschen. Ja. Aber das war wirklich so, die haben das so gehört, so dun, 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 dun. Mhm. Hä? Wie mein Kind will nicht duschen. Was habe ich für eine schmutzige Ratte auf die Welt gebracht? Ey, oder was? Aber das ist so. Das Ding ist bei afrikanischen Eltern, die schreien direkt. Ja, es gibt kein. Ich versuche es mal slowly, dann versuche ich es mal ein bisschen penetranter und dann schreie ich. Es ist straight up. Hä? Nicht zu duschen war ein No-Go. Mhm. Und wie gesagt. Wo ich dann irgendwann auch meine When I became a woman. Nein, Spaß. Wo ich dann irgendwann halt auch meine Tage bekommen habe, kann ich es auch verstehen. Also es ist auch richtig so. Because you don't want to be stinking. Musty. And dusty. Es ist halt definitiv ein No-Go. Du musst. Und da reicht nicht, oh, mit der Tage bei Papa. Nee. Shower. Konekujai. Ein weiterer No-Go in einem afrikanischen Haushalt ist es, Piercings zu haben, geschweige denn Ohrringe als Junge. Es haben zwar viele Leute Ohrringe gehabt, aber ich weiß noch, wo ich Ohrringe haben wollte. I hope it's all your banner. Hä? Also willst du eine Frau sein oder was? Bist du her, aber ich will nur eins haben. Ja, nee, nein, geht nicht. Ohrringe sind für Frauen und so. Bla, 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 bla. Und Piercings generell, ich weiß nicht, wieso die das so schlimm finden. Und sagen wir mal Piercings und Tattoos. Well. Wow. Bei Frauen oder bei Mädchen, die kriegen ja schon im sehr jungen Alter, ich habe mit ein paar Monaten ein Ohrloch bekommen. Mm. Das ist normal, das gehört sich. Ein Mädchen, was keine Ohrlöcher hat, ist auch ein bisschen like, what did your parents do with you? So, ne, so sehen die das auch. Das Ding ist, ich habe zwar ein Bauchnabelpiercing und es war mir auch erlaubt, aber auch nur, weil sie gesagt hat, das sieht nicht jeder. Mm. Ich meinte, eigentlich wollte ich ein zweites Ohrloch. Ey, und mein Bekasso, ja, schau. Auf den, weißt aber du? Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil die in den Filmen so krass dargestellt wurden. Aber immer, oder weil es zu deren Zeit so war. Ja, bestimmt hatten die Prostituierten, weil immer, wenn du so Nigerian-Filme so schaust, die Prostituierten... Ja, rauchen immer hier und Tattoo. Ja, immer. Weißt du, und das wurde dann gleich mit einem schlechten Verbindung. Ja. Aber ja. Wenn du damals alte Filme von Hollywood und so, die sahen nie so aus. Nee. Also sagen Afrikaner das immer so gleich mit was Negativem verbunden. Nee, aber ich glaube, weil die Shows in Afrika, ich sag jetzt Ghana, tatsächlich auch sowas so haben. Aus, ja. Ich glaube schon. Wow. Weil Tadabia Runabouts, ja. Wenn du abends wie Twister quasi, siehst du da auch, wie die da rumlaufen. Ja. Und wenn du dich da Daylight auch noch so anziehst, ist es für diese Obey, was für Papa? Ja, aber hier ist es halt anders. Ja, hier ist es halt anders. Die kennen das nicht. Diesen Unterschied nicht. Leider. Ich habe auch das Gefühl, die wollen das auch gar nicht verstehen. Für ja, aber weil für die... Die haben das so gelernt und so wird es auch für immer ja, bleiben. Ja, genau. Till the day ja da. Ja. Ich glaube, als ich so ungefähr in der 4. Klasse war, hatte meine Nachbarin, die gleichzeitig auch meine Klassenkameradin war, einen Hamster und die hat Babys bekommen und die waren eigentlich ganz süß. Dann habe ich meine Mama gefragt, darf ich einen Hamster haben? Ey, obwohl wir ihn ohne Erde.
Ich dachte, hä? Ich hab da nur gefragt, ob ich ein Hamsterbaby haben darf. Mhm. Es ging nicht um das Tier an sich, also um den Hamster, sondern generell um Tiere. In Ghana sind Haustiere, also Hunde, eigentlich auch nur da, Also sind Wachhunde. Wachhunde, genau. Und sind Katzen, keine Haustiere so. Und Katzen sind eigentlich einfach nur Streuner. Ich weiß gar nicht, wieso. Nee, die ganzen Katzen, die da sind, sind eigentlich nur Streuner, die eigentlich nur kommen, wenn die Fufu riechen. Echt? Ja, Mann, sehr viele. Und es war einfach dieses, nee, wozu? Brauchen wir hier ein Haustier? Mina, wie wird sie denn? Falls du einen afrikanischen Hintergrund hast und du hast ein Haustier, please come. Ich kenne einige. Ja? Also. Like, do they live in a house? Ja, ich kenne, also. Einen, der hat eine Katze. Mhm. Und das verstehe ich nicht, weil Katzen sind Hexen. Aber er hat eine Katze. Den ich jetzt auch noch kenne, der hat einen Hund, aber er ist so wie wir. Erwachsen und wohnt halt allein. Aber nicht mit seinen Eltern. Aber die mit der Katze sind mit der Familie. Okay. Ja, also ich kenne keine. Und ich weiß auch, dass keine Freundinnen von meiner Mutter, also Antis und Onkel, das tolerieren würden. Der letzte No-Go in einem afrikanischen Haushalt ist es zu rauchen. Also, wenn afrikanische Eltern dich draußen gesehen haben und du standest nur daneben, wie deine Freunde geraucht haben, rauchst du automatisch auch. Und du standest nur daneben, weißt du? Und du erschrickst automatich, auch wenn du weißt, was sie es gemacht haben. Denkst du, nein, jetzt sehen die mich. Dein Beispiel war jetzt, wenn die es neben dir gemacht haben. Mhm. Wenn du es aber tatsächlich selber gemacht hast. Ey, und um Drugs. Das Ding ist, wenn du daneben standst, hast du noch die harmlose Version bekommen, ne? Obwohl das eigentlich deine Freunde sind. Aber wenn du das auch tatsächlich selber gemacht hast, die Spekulation, die dann noch gefolgt hat, da Schläge sofort. So machen die gar nicht. Nee, also habe ich sowas nicht durchmachen müssen. Nee, ich auch nicht. Nee. Mag ich nicht, aber es ist schon. Ich habe das schon von anderen Freundinnen, sag ich jetzt mal. Man hat es auch gehört, wenn Leute so geraucht haben. Und das Ding ist auch, die Eltern oder die Tanten erzählen es ja, also sagen vielleicht der Mutter, erzählen es aber auch noch den ganzen anderen Tanten. Und diese Tanten erzählen es ihren Kindern und irgendwann kommt es bei uns rum und dann weiß jeder irgendwie dein Business, obwohl du die Person noch nie in deinem Leben gesehen hast. Die übertreiben wirklich, like, I don't even want to shame this community, aber sometimes, like, y'all got it. But we still love y'all. And I need y'all to stop snitching. It's sometimes. Manchmal. Toco virus. Toco. Manchmal ruft ein Onkel oder eine Tante bei meiner Mutter an, oh ja, meine Tochter hat das Video und dann, ey, so sehen sie. Und dann denke ich noch so, I was telling y'all my business. Ja, so and y'all went out. And y'all went out and made my mom hear about it. So what happens on YouTube stays on YouTube. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen Teil 2 sehen wollt, dann auf Jebor's Channel klicken. Den Link findet ihr auch in der Infobox. Schreibt uns in den Kommentaren, was für No-Gos ihr noch kennt oder ob ihr diese No-Gos auch mal miterlebt habt. Ja, ansonsten würde ich sagen, nicht vergessen, meinen Channel zu abonnieren und den wieder in der Tschüss. Ciao.